Hallöchen, jetzt geht es, wie man unten links vielleicht sieht, nach Hattiquas Entscheidung. Ich hatte ja im letzten Video ein bisschen mehr Kohle drauf. Ich habe da, glaube ich, auch angedeutet, irgendwie komme ich nie über die 30 Millionen. Aber jetzt liegt es daran, ich habe ja einige Schiffswerften gebaut. Die hier ist gerade mittendrin im Bau. Ja, das wird jetzt natürlich noch eine ganze Weile dauern, bis die fertig ist. Also jetzt kommen gerade die Sensorbündelproduktion und dann kommt der Wartungshangar für L-Schiffe. Und ich hatte schon über 1 Milliarde drauf. Davon habe ich dann erst einmal die XL-Schiffe bzw. Schiffswerft gekauft. Und das erste Schiff, da unten sieht man es, Kolossus Angreifer, wird auch schon gebaut. Allerdings, ja, ach so, nee, den habe ich jetzt auf der normalen Station der Argonen gebaut. Ich glaube, meine brauchen da noch ein bisschen. Ich weiß nicht. Hier baue ich auch noch. Also da habe ich angebaut. Da kommt auch nochmal Sensorbündel. Und da habe ich, ja, wie man sieht, Fertigungshangar für XL-Schiffe. Und da werde ich mal. Also so viele Schiffe habe ich jetzt noch nicht per Blaupause. So XL-mäßig. Ja, einen Kolossus und den Zeus-Träger. Ich glaube, den könnte ich mir mal gönnen. Schauen wir doch mal. Schwer. Was hat denn da? Die Flak. Ja, nur die Flak, das ist nicht so toll. Teladi-Schilde mal aufrüsten lieber. Und mir fehlen dafür noch Hüllenteile. Macht nichts. So, erstmal hier Flak. Ne, ich brauche ein bisschen Plasma. Plasma ist gar nicht mal so schlecht für die, ja, für die Hülle. So, der Rest kann Plasma bleiben. Jetzt haben wir 8-mal Flak, 8-mal Plasma, 2-mal Strahlen und einmal, ja, 2-mal Teladi-Strahlengeschütze. Sind jetzt nicht so stark, aber okay. So, Hüllenteile. Ja, da können wir doch eigentlich gleich mal 2 nehmen, oder? Ja, da brauchen wir noch Energiezellen. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber wieso alle Hüllenteile? Die könnten wir eigentlich auch gleich mal bringen. Ah, Hüllenteile brauchen wir. Da haben wir sie. Dann nehmen wir die Sonra für die Hüllenteile. Damit du zwischendurch auch mal was zu tun hast. So, Handelsangebot. Ich glaube jetzt, das war. Ja. Da, das haben die hier ein bisschen komisch gemacht. Da muss ich hier zu Warenaustausch oder Waren transferieren. So, jetzt geht's. So. Okay. Brauchen wir noch mehr Hüllenteile, wa? Ja, sind da 2 Schiffe. Ich muss jetzt nicht alles. Jetzt haben wir wieder bei, muss ich mal das Schiff hier anmarkieren. Gesucht sind 36.000. Aha. Ja gut, ich bin ja hier nicht der Einzige wahrscheinlich, der hier was bauen will. Naja, 72 Energiezellen brauchen wir immer noch. Gut. Aber die stellt ja die Station auch selbst her. Aber ich habe ja nur eine. Ja, vielleicht sollte ich mal drüber nachdenken, mir vielleicht noch ein bisschen so Energiezellenlager zu bauen. Ja, hier sehe ich auch. Ich könnte nochmal noch ein neues Arbeits. Wohnbereich gebrauchen, aber ich will jetzt erstmal woanders hin, denn ich habe hier nämlich schon wieder Action 3K-Schiffe und jetzt muss ich mal schauen, wo meine Kampfschiffe sind. Ach, die sind wo ganz woanders hier, da unten. Okay. Muss ich erstmal schauen, wo die alle sind. Wo sind die anderen alle? Der Behemoth. Der ist dort. Ja, okay, also die wuseln jetzt so alles ein bisschen
doof durch die Gegend. Aber das ist egal. Ich könnte jetzt eigentlich auch auf der anderen Schiffswerft. Na komm her hier. Zicke. Da könnte ich jetzt eigentlich auch ein paar M-Schiffe reinhauen. Gorgor. Nee. Minotaurus. Ja, na wenn schon dann. Plan. Was ist denn der Plan? Pulslaser, Bolzenrepetierer und zielsuchender Raketenwerfer. Wieso habe ich das als Plan genommen? Da hatte ich wahrscheinlich noch nicht die ganzen anderen Blaupausen gehabt. Ionenblaster fünfmal. Ja, damit kann man aber nur die Hülle wirklich sinnvoll schädigen. Ansonsten kannst du hier mal diese Dinger hier dran machen. So. Flak ist klar. Täuschkörper. Ja, sonst brauchen wir eigentlich nicht viel. Naja, doch hier. Teladi-Schilde bitte. Könnte ich dann eigentlich auch gleich mal speichern hier. Ansonsten brauchen wir die ganzen Krempel ja nicht. Gefechtsantrieb von den Paraniden. Ah. Ja, doch. 450 macht der im Normalantrieb. Okay. Mal schauen, wie weit ich gehen kann, ohne dass er jetzt irgendwelche zusätzlichen Teile braucht. Och, naja, es ist dann mal 8 Stück. Oh, okay, also der Kolossus braucht noch 17 Minuten. Der Zeus 10 und die Nemesis, die sind jetzt in 2 Minuten fertig. Na bitte. Mal sehen, wie weit wir es in der Zeit schaffen. Ich möchte nämlich unbedingt diese K-Schiffe ein bisschen ärgern. Allerdings würde ich da gerne abwarten, bis da ein paar argonische Schiffe dabei sind, die mir dann ein bisschen helfen, weil 3K-Schiffe, ich habe jetzt nicht so viele Schiffe. Meinetwegen kann jetzt auch meine ganze Flotte untergehen, aber ich möchte das gerne vermeiden. Das ist auch wieder extrem kostspielig, also nicht von den Kosten an sich, weil ich kann sie mir ja selber basteln. Bloß ist es eben auch alles zeitintensiv, bis dann die ganzen Produktteile, die man braucht, da wieder hergestellt sind oder eben geliefert wurden. Ich habe ja nur nicht alles. Bin eigentlich auch doof. Ich könnte eigentlich solche Verteidigungsplattform auch so hinmachen. Aber gut. Übrigens bin ich derzeit mit dem Teladi-Ministerium ein bisschen im Stress. Also das ist jetzt nicht so, dass die mich angreifen oder sowas. Aber die mögen mich irgendwie nicht. Ich darf dort nicht landen und die lassen zwar meine Schiffe in Ruhe. Ups. Aber Wurmtor, Morgenstern. irgendwie habe ich da was verkehrt gemacht. Ich glaube, ich habe zwei, dreimal irgendwie hier Sicherheitsschneider und Raumfliegeneier dabei gehabt, wo sie mich da gescannt haben. Ja, und ich hatte keinen Bock, das abzugeben. Ich habe dann einmal einen Sicherheitscontainer abgeworfen mit meinen ganzen illegalen Waren. Hat dann aber auch nichts gebracht. Also ich habe keinen Plan, wie ich die Teladi von dem Ministerium jetzt dazu bringen kann, wieder ein bisschen chilliger zu sein, dass ich wenigstens wieder auf ihre Station drauf darf. Und wie man sieht. Wir haben hier draußen etwas gefunden. Nee, ignorier's. Erreiche System. Morgenstern. Die sind jetzt schon fertig, ne? Nee, die kann ich da eigentlich auch gleich losschicken. Die Nemesis. Muss ich erstmal gucken, wo ist denn das? Ah, die Quasi-Entscheidung. So, ihr positioniert euch mal hier, meine Herzchen. Erstmal rein und dann gleich wieder runter. Ja, hier habe ich in Panik ein paar Freund-Feind-Minen abgelassen. Das war wirklich Panik gewesen, weil mir da 5 oder 6 P-Schiffe hinten am Hintern klebten. Und ja, das war schon ganz kurz vor knapp. Ich bin dann auch nicht jemand, der sich dann wegteleportiert auf irgendein anderes Schiff. Wie man hier sieht, ich habe, was die Reisegeschwindigkeit angeht, schon über 8000 drauf, weil ich mein Schiff ja auch
geupgradet habe. System. Adäquats Entscheidung. Da ist ein Teladi-Finanzministeriums Flugobjekt. Mein Gott, das geht ja runter wie Öl, ja, der Spruch. Ja. Und deswegen sind da halt eben noch diese Tracker-Minen. Ein paar Laser hatte ich doch auch noch. Die habe ich doch. Ich habe noch wieder mal nachgefüllt. Jetzt muss ich mir mal die Situation anschauen und mal schauen, wie lange hier noch meine Nemesis-Schiffe brauchen. Ich sehe hier eigentlich aber nur noch ein... Was ich immer mit dem Teil habe. Ich sehe nur ein K-Schiff. Aber das täuscht wahrscheinlich. Da ist das K-Schiff. Da ist das andere. Ja, da sind sie alle drei. Die kleinen Schniebel hier. K. Begrüße ich erstmal mit einem freundlichen Torpedo. Und nicht wie weg wieder. Naja. Bisschen. Ein 5% Schild. Absturz. Das wird die jetzt nicht sonderlich interessieren. Aber der Torpedo ist eigentlich auch mehr für die Hüllen da. Ja, also die fangen dann natürlich auch an, sich gegenseitig zu unterstützen. Hier sieht man das schon. Wir versuchen, mich in die Zange zu nehmen. Und wenn die anderen ja auch noch kommen, dann wird es richtig hässlich. Ich bleib dann auch lieber in der Nähe von solchen Superhighway. Highways. Adäquats Entscheidung. 3. Damit ich zur Not noch wegspringen kann. M. Gut, die M-Schiffe sind jetzt nicht das Problem. So, wie sieht das aus hier? Leichter Torpedo. Dann mal aktivieren hier. E. Und das P-Schiff möchte ich haben. Da finden sich nämlich auch immer, wenn ich die fertig mache, nützliche Sachen. Schildgeneratorspulen, Hochenergiekatalysatoren, was man zum Hochtunen des Schiffs eben so braucht. Iridiumoxid, das brauche ich jetzt nicht. Na, wer ballert denn jetzt hier? Nein. Müsste wie bei Freelancer, falls das noch jemand von euch kennt, so einen Indikator geben, von wo die Schüsse herkommen. Der nächste. Er kriegt auch erstmal ein Torpedo ab. Ja. Torpedo hat dann gereicht. Hübsch. Jetzt kommt dann auch gleich der nächste. Und da kriegt dann auch den Torpedo. Ja, der Ionenblaster, der haut jetzt natürlich auch immer schön die Schilde weg. Aber für die Hüllen sind dann doch eher die Flak am besten geeignet. Und so langsam scheine ich auch die K-Schiffe hier ein bisschen nervös zu machen. Ich würde die natürlich am liebsten jetzt weglocken. Der eine ist schon ein bisschen auf Geschwindigkeit gegangen. Hier kommt schon den nächsten P. Aber ich falle da nicht drauf rein. Mal sehen, ob die mich getriggert haben. Ja, die P-Schiffe haben mich getriggert. Die anderen Schiffe nicht, also die K-Schiffe und so nicht. Lass ich mal ein bisschen auf Abstand gehen. Ich glaube, mit 2 P komme ich klar. Ich frage mich ja, wo meine Nemesis sind hier. Ich werde dich umprogrammieren. Mein Gott, die sind ja ganz schön weit weg hier noch. Ich sehe die gar nicht. Wo sind denn die? Dort? Ja, das wird noch eine Weile dauern. Das könnte jetzt eng werden. Vorhin war es auch schon eng. Ich bin jetzt schon gespannt, ob ich die 3K-Schiffe irgendwie platt kriege, aber es wird schwer. Vor allen Dingen, weil meine anderen großen Zerstörer noch gar nicht fertig sind. E. Ah, jetzt sind es schon 3 P-Schiffe. E.
12 Kilometer, 21 Kilometer. Na, mal schauen, er scheint nicht auf mich zuzukommen. Ich warte hier noch. Jetzt kommt der. Ja, also die scheinen sich hier schon ein bisschen warm zu machen. Hier kommen jetzt nämlich immer mehr. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Wenn ich jetzt so sehr rumstänkere. Hier sind nämlich auch schon wieder welche. Also Nachschub haben die genug. Da muss ich aufpassen. Das immer noch hier unten Xenon-Sektor? Nee, das ist schon wieder heiliger Orden. Die Xenon hatten da nicht sehr lange Spaß dran. So, hier ist jetzt ein Kolossus. Mein Gott, die sind alle echt weit weg. Oh, da wird angegriffen. Was ist Nova, das? Angreifer. Oh Gott, ein kleiner Nova, der Arme. Aber ich werde hier auch schon wieder angegriffen. Ich hau noch ein paar Lasertürmchen raus. Das bin jetzt sehr, sehr, sehr eng werden. Ja. Sieht nicht gut aus. Ja, jetzt brauchen wir ja nichts looten. Ah, die Schilde sind nicht mehr so stark. Komm her, du fliegende Kellerassel. Nächster. Oh, ich glaube, da hat gerade Stress. Nemesis. Einer meiner Nemesis ist angekommen. Sehr schön. Ist das alles, was du drauf hast? Ich werde dich umprogrammieren. Ich werde dich umprogrammieren. Oh, der ist schon tot. Was heißt tot? Weg. Auch gut. Hat es meine Nemesis alleine geschafft. Nemesis. Angreifer. Und das ohne hochgetunte Waffen. Muonlader. Nemesis. Da ist die nächste. Angreifer. Nemesis. Na, also meine Angreifer. Nemesis sind ja schon da. Jetzt könnte ich mir mal erlauben zu testen. Ja komm, der ist relativ. Welchen habe ich denn jetzt markiert? Ich weiß nicht. Den da hinten. Ha. Mal sehen, ob die Nemesis mit dem K-Schiff aus zurechtkommt. Nemesis, Angreifer. So, jetzt müssten sie eigentlich sich wieder auf den Weg machen, genau. Ich werde mich mal dem Verbund anschließen. Mal schauen, was sie machen. Das ist auch eine ganz dumme Idee, weil die da unten ja diese komischen Waffen haben. Ja, da baller ich hier nämlich. Oh, 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 oh. Ja, Mensch. Ich bin damit dabei. Ich sehe das doch. Nun war es mal schaffen, da durchzukommen, obwohl ihre ganzen Waffen noch aktiv sind und nicht getroffen zu werden. Oh, die haben nur noch 30% Schild, Alter. Ruf mit dem Torpedo. Den nicht lallst. Dann trifft zurück. Geh mal weg. Nee. Von dem möchte ich mich nicht treffen lassen, hier von diesem Teil. Aber mein Torpedo könnte ich vielleicht treffen. Ja. Kommt Leute, ihr schafft das. Ja, der Torpedo braucht immer so lange, das ist der Nachteil. Wenn ich das jetzt richtig gezählt habe, sind zwei meiner, nehmen wir es jetzt schon verreckt, drei.
Jetzt kümmert euch doch nicht hier um diese ranzigen Teile hier. Was hat uns getroffen? Ja, ich weiß. Aufpassen. Prozent, also das schaffen wir doch. Wenn jetzt die anderen ja nicht, ja, die greifen jetzt auch noch die anderen an. Jetzt wird's natürlich langsam ein bisschen hässlich und chaotisch, aber vielleicht schaffen wir es ja noch. Wir werden beschossen. Ja, jetzt kommt der andere von der Seite. Stecke ich mich mal hier. Baller nehme ich und so. Böse kommt um die Ecke. Laserturm weg. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir werden beschossen. Es tut mir leid. Mir auch. Ich verzeih dir. Oh, oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Also meine Nemesis scheinen bis auf eine weg zu sein. Verpiss dich. Oh, zwei haben sogar überlebt. Okay. Also zwei haben wir noch übrig. Aber die anderen Herzchen brauchen ja noch eine Weile. Also ich denke mal, mit denen würden die dann auch klarkommen. Ich bringe mich erstmal wieder ein Stückchen in Sicherheit. Erstmal mir einen Überblick über die Lage verschaffen. Gut. Den P können wir, da können wir brauchen die kleineren wieder. Erwarte Befehle. So. Ah, das hat mir gefehlt. Erwarte Befehle. Ja. Wo seid ihr denn? Ach, seid ihr alle beide dort? Jetzt kommt noch ein P. Ich fliege jetzt mal zu meinen anderen. Wo sind denn jetzt hin? Wo bin ich denn überhaupt? Ach so. Also, man kann mit einer Handvoll Nemesis. Ich habe 8 Nemesis, mit mir sind es 9 Nemesis. Da kann man so ein großes Schiff also schon richtig schön ärgern. Wenn ich die jetzt natürlich noch auftune, alle mit stärkeren Waffen und sowas, dann würde das wahrscheinlich auch noch ein bisschen schneller gehen. Hey. Und da kommt mir ja auch schon wieder viel zu nah. Ah. Ja, meine Torpedos hatten auch ein Update. Der nächste Torpedo, bitte. Ja, jetzt habe ich den Torpedo nicht mal gebraucht. Auch gut.
So, jetzt kommt noch so ein nerviger Typ und der Xenon hier, der scheint ein bisschen auf Rache aus zu sein. Und ich frage mich ja, wo meine Flotte ist. Das kann ja nicht sein hier, dass die so... Ach gut, sind die schon? Auch gut. Okay. Sind das alle? Echt jetzt? Entferne alle Aufträge und greif bitte diesen Xenon an. Und ihr macht dasselbe. Oh oh. Ja, voll bewaffnet. Dann müssen wir uns wieder den toten Winkel suchen. Das wird überhaupt nicht lustig hier. Das wird nicht lustig. Ich muss hier im toten Winkel fliegen. Aber das kriege ich hin. So blöde bin ich ja nun auch wieder nicht. Das war wohl noch der leichte, ja. Der bringt uns jetzt nicht so viel. Ja. Wo ist die Unterstützung? Wir brauchen die Kavallerie. Ich ranze lieber erstmal die hier weg hier. Die nächste Nemesis ist tot. Diese roten Plasma-Strahlen oder was das da ist, die sind richtig hart hier. Jetzt muss ich mal schauen. Wie weit sind denn jetzt meine noch weg? Was machen denn die? Das klang nicht gesund. Muss mal aufpassen, dass er sich nicht hier so dumm rumdreht. 11% Schild. Jetzt klettere ich der Schabe mal aufs Dach. Ah, die Pulsläser hier, die Nerven. Die können auch ganz schön eklig sein. Kuckuckoschis. Ja, da oben. Was ist denn das? Achso, das ist ein Laserturm alles. Ja. Boah, ein Schuss von diesem orange-roten Teil, ey. Wer ballert hier? Und gleich wieder weg. Mal sehen, ob er trifft. Jawohl, ein Schuss. Und eine der gefährlichsten Waffen ist weg. Nächster bitte. Ah ja, ich muss jetzt mal schauen. Noch keine Non-Torpedos. Macht nichts. Den kriege ich noch so platt. So, aber die hatten noch unten, glaube ich, noch was. Ne? Ja, an der Seite. Ist er gerade abgelenkt? Das wäre natürlich praktisch. Da dreht sich ja wie so ein Zepp. Drei Schüsse. Und dann ist das eigene Schiff meistens platt. So, jetzt kommen diese nervigen P-Schiffe da hinten. Aber ich glaube, bis dahin kriegen wir das doch mal hin. Ja. Die haben es vorhin schon versucht im Verbund. Entschuldigung. Hat aber vorhin nicht so gut geklappt. Wir hier noch einen, ne? Hat auch schon fast runter.
So, fast entwaffnet. Allerdings sind hier noch diese ranzigen Teile, Alter. Schnell weg. Nicht gut, nicht gut. Ich kann die nicht gut anvisieren. Pedo und weg. Eingeschlagen, auch nicht getroffen, oder was? Hammern. Habe ich immer noch die leichte Torpedo. Was ist das? Theseus, Verteidiger. Wo kommt die her? Du, nein, ich will nicht hin. Andere K ist hergekommen zum Helfen, ein bisschen spät, aber das kann auch taktisch gar nicht so unklug sein. Das heißt, vielleicht soll ich mich mal um den da unten kümmern. Der Vorteil ist, es ist ziemlich langsam, die Waffen. Ja, jetzt habe ich den natürlich nicht getroffen, aber den Verkehrten habe ich auch nicht getroffen. Bin ich eher an dem dran. Ich glaube, wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir werden jetzt mal alle Befehle wegmachen und stattdessen den hier angreifen. Ich spiele jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen versteckt mit dem. Ja, der ist nämlich da. Immer schön. Das sieht nicht gut aus. Nicht schlecht, der versucht immer in meine Richtung hier zu kommen. Aber wir haben noch 9% und das ist einmal gut und einmal schlecht. Ich habe nämlich keine Deckung mehr. Ich glaube, ich muss mal kurz ein Stück weg, bis mein Schild sich ein bisschen erholt hat hier. Weg ist er und ich bin auch jetzt erstmal weg. Ganz kurz und das reicht schon. Das ist wieder 2? Nee. Ja. Das K-Schiff, das ist gar nicht mal so leicht zu besiegen. Das eine. War natürlich ein taktischer Rückzug. Ne? So, jetzt will ich mal sehen, wie sich meine Flotte so anstellt. Jetzt haut er die Plasma runter. Kolossos, Angreifer. Oh, der ist gut im Saft. Will der jetzt mir an die Wäsche, oder was? Das war's jetzt. Ich werde jetzt mal auf meiner Kolossus landen. Vielleicht sollte ich mir dazu noch so ein Unterstützungsschiff bauen. Andockerlaubnis erteilt. Ich glaube, ja. Ich repariere mal mein Schiff. So. Oh, das klang jetzt nicht so geil.
erstmal repariert. Ah, das ist eine richtig schöne, kleine, geile Schlacht. Die eine Flak, die feuert ein bisschen schneller als die andere, weil die eine ist hochgetunt. Die macht mehr Schaden, aber feuert dafür ein bisschen langsamer. Und die andere, die ist noch nicht so hochgetunt. Und deswegen feuert sie auch ein bisschen schneller. So, 90% Schild. Und bis jetzt machen das meine Jungs und Mädels ja ganz ordentlich. Lecker Asteroiden. Ah, das ist immer so kacke zu markieren. Jetzt ist er wieder weg. Na, den hol ich mir her. Den will ich haben. Ist auch eher so meine Gewichtsklasse. Ah, man ist ja blind immer. Oh, mal das Schiff aktiviert. So, gut gemacht, Leute. Was gibt's denn hier noch abzuholen? Na, ja, wieder die üblichen Raumfliegeneier. Da wird sich das Ministerium wieder freuen. So, noch ein paar Scharmützel hier. Die Erfahrungspunkte tun natürlich auch meiner Flotte sehr gut. Ach, ich baller mit der Flak schon wieder auf die eigenen Schiffe hier drauf. Das ist nicht so toll. So, Leute. Dann würde ich mal sagen, ihr habt ja erstmal aufgeräumt. Das wird zwar nicht lange so bleiben, aber gut gemacht fürs Erste. Und falls ihr mal... Hier steht es 14. Na egal. Und falls ihr mal hier seht, Jack Brooks zum Beispiel. Oder Revans Nemesis. Wenn ihr die mal bei euch seht, dann wisst ihr, ich habe eins dieser Schiffe bei mir oder von mir auf Reisen geschickt. Und ist dann bei euch gelandet. So. Ansonsten würde ich sagen, sind wir fertig. Außer natürlich... Ich werde jetzt mal meine Flotte am besten hier stationieren, weil hat die Quasi-Entscheidung ist immer so ein Brennpunkt. Und hier schaue ich nochmal, die brauchen wahrscheinlich mal wieder Cola. Ach, am Anfang ist es immer so, die brauchen immer unendlich viel Cola. Wobei ich jetzt hier überhaupt nicht mal viel habe. Aber das sind eben die... Investitionen, die man tätigen muss. So, die Nanotronen, die können wir verhökern. Und hier brauche ich dann wohl noch ein Wohnmodul. Das muss ich neuerdings hier in fast jede Station einbauen, denn ich baue ja kräftig an. So, und ich würde sagen, Testlauf meiner Rumpfflotte erfolgreich. Ich werde natürlich noch einige Schlachtschiffe hier bauen und dann können wir uns auch schon langsam auf Split Vendetta einstellen, denn ich kann mir vorstellen, da gibt es auch wieder neue Schiffe, die werden wahrscheinlich auch wieder gut in meine Flotte passen. Muss ich dann mal sehen, wie ich die reinbaue, aber im Augenblick denke ich mal, läuft es ja ganz gut. Ich bin wieder auf dem Weg nach oben.